dachte gerade, da steht ein Termitenhügel bei dem im Garten, aber Anika sagt, es ist nur ein Baum. Es sieht nur so aus wegen der Sonne. Und es ist Freitag. Es ist arschkalt, wie ich finde. Und ich werde heute nicht ins Büro fahren, denn ich habe ja nur eine 32-Stunden-Woche. Freitags ist immer frei. Außer ich würde wirklich wollen, dann könnte ich bestimmt Wes auch überzeugen, freitags mal zu arbeiten. Aber das mache ich heute nicht, denn ich arbeite heute für Kurt mal wieder. Ist auch schon ein Weilchen her, aber der ein oder andere von euch wird ihn bestimmt noch kennen. Kurt hat gesagt, er hat für heute und vielleicht am Wochenende ein bisschen Arbeit. Und ja, dann werde ich da mal ein bisschen arbeiten. Heute sind wir hier in dieser riesigen Halle und ich habe noch keine Ahnung, was wir hier überhaupt machen werden. Okay, Aufgabe 1, die ganze Scheiße, die hier liegt, auf den Jut packen und danach Unkraut zupfen. Kurt hat natürlich den spaßigeren Teil, der darf hier den Boden rausreißen. Und ich habe erst das Stück hier geschafft. Da liegt mein Unkrautsack. Vorne habe ich jetzt alles von Unkraut befreit. Jetzt kommt die nächste spannende Aufgabe, mit dem Messer hier rumgehen und die Kanten sauber machen. Die habe ich alle schon gemacht bis da hinten hin. Aber hier vorne und da fehlt noch etwas und das mache ich jetzt. Und dann kehre ich mir das immer so schön auf den Haufen und dann kommt das alles in die Tüte und dann auf den Jut. So, die nächste Aufgabe ist hier den Parkplatz so ein bisschen mit diesem Laubbläser zu säubern. Eigentlich sollten wir den fegen, laut Auftrag. Allerdings ist das viel zu stressig zu fegen, so einen riesen Platz. Deswegen wird das einfach zusammengepustet und da habe ich schon ein bisschen was gemacht. Und dieser Stecker fällt die ganze Zeit raus. Deswegen habe ich mir eigentlich was gebaut, nämlich einfach so einen Knoten hier reingemacht. Dass wenn ich das ziehe, dass der Zug nicht hier drauf ist, sondern quasi hier drauf und ich das mit dem Körper ziehen kann. Es fällt trotzdem leider noch ab und zu raus. Jetzt wird's feucht. Kurt hat sein zweites Auto geholt mit dem Hochdruckreiniger drauf und er hat mir Gummistiefel gegeben. Jetzt werden wir da drin noch den Boden sauber machen. Ich hoffe, das war's dann auch für heute. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Ich will jetzt Wochenende haben. So, fertig. Wir haben gerade noch hier die Halle und hinten diesen Bereich mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht, aber nicht mit dem normalen Hochdruckreiniger. Weil das wäre viel zu uncool. Nee, Kurt hat hier so ein Ding auf Rollen. Dann ist hier unten das Teil ein Hochdruckreiniger, das dreht sich halt. Und dann kriegst du direkt eine schöne große Fläche, während du da so drüber fährst, sauber gemacht. War astrein. Es ist trotzdem schon kurz vor 3. Und ich habe langsam echt Sehnsucht nach dem Wochenende. Ich habe auch voll Hunger. Ich brauche Mittagessen. Was ja auch ganz typisch für Australien ist, was mir schon total oft aufgefallen ist, die Türscharniere sind einfach stinknormale Scharniere, nicht wie man das aus Deutschland kennt. Also ich kann es zumindest bisher nur so, dass ein so ein Teil mit so einem Pinöppel an dem Rahmen fest ist und die Tür hat halt so eine Hülse und wird dann so drauf gesteckt, dass man die halt einfach ein- und aushängen kann, wie man lustig ist, oder so eine Unterlegscheibe drunter machen kann, um die Höhe zu variieren. Aber hier in Australien ist das alles immer fest verschraubt. Und ich habe in meinem Leben noch nie so ein Tor zugemacht mit so einer Kette. Voll geil. 3. Der Tag ist wieder mal vorbei. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr heute den Tag gemacht habt. Wart ihr in der Schule? Wart ihr arbeiten? Geht ihr zur Uni? Was weiß ich? Lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Und eine von Katies Freundin hat uns eine kleine Zitrone mitgebracht und uns geschenkt. Voll das Monster-Riesending, aber irgendwie ist die hier oben schon ein bisschen weich. Das ist, glaube ich, nicht gut. Naja. Ja, das ist schön, hier ist ja frisch vom Baum. Organic. Bei uns wird heute nicht mehr viel passieren. Ich werde gleich ein bisschen YouTube weiter gucken und Annika guckt Serien. Sie hat wieder angefangen, Primeval zu gucken. Und morgen will sie mir die Haare schneiden. Ja. Mal wieder. Mal gucken, was dieses Mal bei rauskommt. Dem auch sei, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst mal eine Bewertung da. Bis morgen. Oder so.